Ich habe die Klickraten vom letzten Bunker-Video gesehen. Ihr wollt mich also leiden sehen? Na gut, also heute gibt es die zweite Folge vom Bunker. Wir wollen mal sehen, es ist jetzt 2 Wochen her, das letzte Mal. Wir schauen mal, ich stelle mal eben die Kameras auf und dann geht das los. Also bis gleich. So, ich habe die Kamera aufgestellt. Es ist immer noch niesig kalt. Zumindest ist der Schnee schon mal weg. Das ist ja schon mal eine große Hauptsache. Heute geht es hier zum zweiten Mal hoch. Ich war vor 2 Wochen das letzte Mal hier. Habe dann 1,5 Wochen tierische Schmerzen in den Beinen gehabt. Die Muskeln haben echt tierisch wehgetan. Aber man merkt, das ist sicherlich auch dann nötig, dass man das häufiger macht, um wieder ein paar Kilo zu verlieren. So, was wollen wir heute machen? Heute wollen wir wieder 5 Mal rauf und runter. Die Regeln dazu sind klar. Einmal runter, einmal rauf, zählt immer als ein voller Zähler. Also ich denke mal, 5 Mal werde ich heute wieder machen, je nachdem, was meine Beine, was meine Lunge sagt. Heute ist Sonntag, Vormittag, und ich muss mich echt wundern, wie viele hier an der Straße hin und her fahren. Aber okay, habe ich halt ein paar Zuschauer. Naja, heute ist natürlich Sonntagvormittag, das heißt, heute war auch wieder Wiegetag. Und ich habe im Vergleich zur letzten Woche 1,1 Kilo abgenommen. Finde ich ganz okay. War auch in etwa so geplant. Und jetzt wollen wir sehen, dass wir in der nächsten Woche wieder zwischen 500 Gramm und 1000 Gramm liegen. Das ist für mich völlig in Ordnung. So, haben wir jetzt alles. Wollte ich noch irgendwas sagen? Nochmal an alle die Kritiker, die sagen, 5 Mal rauf und runter laufen. Das ist noch nichts. Leute, ich wiege knapp 200 Kilo. Das sind immer 2 Stockwerke rauf. Das heißt, es sind ungefähr 10 Stockwerke. Wenn irgendjemand da draußen meint, er kann das besser oder schneller, soll herkommen, soll mit mir einen Termin machen. Dann wird er aufgelastet. Das heißt, er kriegt dann so viel Gewicht aufgeschnürt, bis er so viel wiegt wie ich. Ja, zu dem gleichen Zeitpunkt. Und dann schauen wir hier, wer hier schneller 5 Mal oben und wieder unten ist. Gewinne ich, kriege ich ein Essen ausgegeben, gewinnst du, gebe ich dir ein Essen aus. So, jetzt aber genug gequatscht. Mein heutiger Gruß geht an eine junge Dame aus Aalen. Ich weiß, du bist auch am Abnehmen und vielleicht motiviert dich das ja hier auch ein bisschen weiterzumachen. In dem Sinne, ich würde sagen, 3, 2, 1, Hand aus der Tasche und los geht's. Also bis dann. Wir haben letztes Mal wieder ein bisschen zur Luft kommen. Irgendwie
irgendwie sind meine Beine leer. Also schön vorsichtig. Auf geht's zu Nummer 4. Das war Nummer 5. Trotz dass ich das Gefühl habe, dass meine Beine heute irgendwie leerer sind wie beim letzten Mal, bin ich hier jetzt wohl zumindest gefühlt ein bisschen schneller hochgekommen wie beim letzten Mal. Und mal gucken, wie lange das dauert, bis mein Puls wieder einigermaßen ist. Damit ist das Ziel für heute erreicht. 5-mal rauf und runter. Das am Sonntagmorgen. Luft. Denkst du, das ist Luft, was? Die du gerade atmest? Was ist der denn hier? Nochmal. Oh. Oh. Okay, nochmal. Einen machen wir noch. Das war Nummer 6. So, Freunde, das an einem Sonntagmorgen, das vertreibt Kummer und Sorgen. Also ist es so, dass ich sagen muss, heute 6-mal rauf und runter, also plus das Kamera aufstellen, 7-mal, aber das eine Mal zählen wir ja immer nicht. Also, es fühlte sich schwerer an, aber ich merke es an meiner Luft, es ging doch ein bisschen besser wie beim letzten Mal. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal, Bunkerstürmer, nochmal wieder steigern. Wenn ihr da Ideen habt, schickt mir die einfach oder schreibt sie in die Anmerkungen unter das Video. Mir ist dieses Video heute schwer gefallen, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Es hängt damit zusammen,
dass ich beim letzten Mal wirklich Schmerzen hatte und man das irgendwie im Kopf hat, dass das wieder wehtun wird oder könnte. Nun ist es aber so, ich habe gesehen, wie viele Klicks dieses Video hat. Und das hat mich natürlich unheimlich motiviert, jetzt heute wieder drauf zu gehen und zu zeigen, dass eine kleine Steigerung drin ist. Also schaut dieses Video, immer schön Daumen hoch. Das ist ganz wichtig bei YouTube, Daumen hoch und den Kanal abonnieren. Ich werde jetzt noch mit dem Hund noch mal eine ordentliche Runde gehen, damit die Beine wieder ein bisschen lockern. Und deswegen sage ich jetzt einfach, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Stefan alias Moppelding.